Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Event Horizon Mario 3. Das letzte Mal waren wir, oh Gott, mein Gott, ich habe vergessen meine Uhr anzustellen, ich dummer Sack. Und jetzt fällt diese Uhr auch noch um. Ja, tut mir leid, das passiert mir irgendwie öfter, ich weiß auch nicht wieso. Gut, aber ja, das Krasse finde ich wiederum interessant, weil das hat mal zur Abwechslung mal andere Grafiken. Nicht diese Standard-Castle-Grafiken, die wir jetzt schon zigtausendmal gesehen haben. Und ich meine, die habe ich in The Second Reality Project 2 nicht gesehen. Endlich mal was Neues, nicht geklautes. Daumen hoch. Nee, aber die Level wirken schon ziemlich davon abgekupfert. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht schon wieder ständig sterben und dann Game Over gehen. Ich habe keinen Bock, Game Over zu gehen. Ich habe davor jetzt irgendwie Angst. Frag mich nicht wieso, aber ich habe davor irgendwie Angst. Hi, Swampy. Wow. Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du. La, 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 la. Okay, diese krasse Musik ist so mysteriös. Gott! Ach Menno, ich hasse diese Feuerballviecher. Die machen immer alles kaputt. Und deshalb mag ich die nicht. Ich glaube, das ist irgendwie verständlich. Ah ja, und warum gibt es in den Castles eigentlich keine Custom Music? Der wollte wohl feste Musiken für eine bestimmte Levelsorte haben. Ja. Und da hat er sich wohl gedacht, oh, für das Schloss finde ich nichts. Da machst du einfach mal die olle Standardmucke rein. Oder sowas. Okay, so, du kannst mich jetzt nicht mehr killen. Aber ich finde es gut, dass du dich in die Röhre reinglitscht, denn dann bist du machtlos. Muhahaha. Ach du Kacke. Mäßig, und warum haben die Swims eigentlich so rote Augen? Ich meine, die Grafiken habe ich auch schon öfter mal gesehen. Ich glaube, das ist nichts sonderlich Neues. Oh, wow. Mario schießt dir jetzt blaue Feuerbälle. Interessant. Ich würde sagen, ist ein kleiner Palettenfail. Sieht aber trotzdem gar nicht mal so scheiße aus, finde ich. Gott, Hilfe. Hilfe. Na gut. Der ist ja relativ easy. Muss ja nur die Dinger mal schnell in diese komische Grube schmeißen und Ende. Tschüss. Na gut, der Boss war nicht wirklich schwer. Okay. Koopa Hills. Noch zwei Level, dann können wir eine neue Röhre erforschen. Ich bin mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Dü, 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 dü. Ach Gott, nein! Mein Gott, das erinnert mich auch wieder an so ein Level aus The Second Reality Project 2. Also, weil ich könnte das bei jedem zweiten Level jetzt sagen, ohne Witz. Oder sogar bei der überwiegenden Anzahl der Level. Na gut, die Passage ist mir dann ein bisschen fremder und die auch. Vielleicht liegt es ja nur daran, dass ich die Grafiken in The Second Reality Project 2 schon mal gesehen habe, dass ich das damit in Verbindung bringe automatisch. Naja, ist egal. Und da haben wir einen kleinen Cut-Off, ist aber nicht weiter schlimm, weil es gibt schlimmere Cut-Offs auf jeden Fall. Oh, Hilfe! Das ist interessant gemacht, das ist irgendwie hat das was eine Note Genialität. Weil sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Dass da so einfach so eine Schlange. Eine Schlange, die nicht so wie eine Blockschlange aussieht, einfach so den hier macht. Das ist cool. Dafür möchte ich einen Daumen hoch geben. Für diese geniale Idee. Nö, ich finde das wirklich gut. Gott.
Also hier wirkt nur der Anfangspart ein bisschen abgekupfert von The Second Reality Project 2. Abgesehen davon ist das, scheint das Level völlig neue Ideen zu haben. Daumen hoch. Warte, jetzt kann ich doch mit dieser Shell unerwünschte Viecher wegmachen. Zum Beispiel so oder so. Oder so. Oder so. Oder das nervigste aller Viecher, den Hammerbruder. Den Hammerbruder, den Hammerbruder. Einzahlig, Dummkopf. Das muss die Einzahl sein, sonst ist das grammatikalisch nicht korrekt. Tja, das Problem ist aber, da ist mehr als ein Viech. Hm. Was machen wir denn da? Power-Ups holen, klarer Fall. Am besten eine Feder. Die ist ja immer am besten. Hm. Cooper Hills! Ups. Ich war jetzt fast am Runterfallen, das finde ich auch nicht so schön. Aber mit einer Feder kann man sich das ganze Zeug hier eigentlich sparen. Man kann hier schönes Cooper-Hopsing machen. Okay, fast... Man kann hier fast ein Leben rausholen. Wir tun ihn doch fast, oder warte. Hehehehe. Muhahaha, ich bin der böseste Weltcheater der Welt. Der böseste Weltcheater der Welt. Warte. Na gut. Na gut, mit der Feder ist das Level wiederum piss einfach, weil man sich da so vieles ercheaten kann. Okay, jetzt können wir unsere Leben wieder mal aufstocken. So. Das Level sieht ja grafisch auch mal interessant aus. Hilfe! Obwohl, das Level gefällt mir irgendwie. Es hat sogar was. Hm. 9! So. Mein Gott, aber hier sind mir für meinen Geschmack zu viele Chucks. Und diese Idee wiederholt sich wieder, mein Gott. Wieso denn nur? Fuck. Fuck. Ups. Aha. So willst du also. Achso, ich hasse Bosse. Und warum gibt's hier diese olle Standardnudelmusik? Hallo? Hä, woran? Habe ich dem jetzt einen hinzugefügt? Dieser Koopa ist mir ein Rätsel. Hallo, wann bist du tot? Ist das da unten die Kraftleiste oder irgendwie sowas und schaffe ich nicht die Kraftleiste irgendwie anzudatschen? Hä? I don't understand this boss. Leute. Hä, was ist denn das für ein behinderter Boss? Hallo? Nee. Wie soll ich den denn bitte machen? Nee, Leute. Auf sowas habe ich absolut keine Lust. Ich scheine immer noch nicht mal weh zu tun. Die Energieleiste da unten irgendwie verändert sich ja nicht. Och, ich hasse Bosse. Ja, was soll ich das denn noch sagen, dass Custom Bosse scheiße sind? Warte, nützt das vielleicht, wenn ich irgendeinen anderen Koopa mitnehme und dem dann ins Gesicht schmeiße? Hilft das vielleicht was? Ich weiß es nicht. Ausprobieren. Obwohl, ich kann das Ding ja nicht mit reinnehmen. Das ist ja das Problem. Weil da ist eine verdammte Tür. Okay, ich sehe das Problem. Also, falls das wirklich eine Energieleiste ist, weiß ich nicht, wie ich diesen Boss killen kann. Mir fehlen da die notwendigen Kenntnisse zu, wisst ihr? Nee, ich kapiere diesen Boss absolut nicht. Ich werde mal auf Luna Magic nachgucken und da irgendwas erforschen. Ne, Leute. Bis dann. Tschüss.
So Leute, da bin ich wieder zurück. Das Problem war einfach, der Boss war absolut nicht schaffbar, wegen irgendeinem Fehler in der ROM im Spiel oder was weiß ich was. Jedenfalls habe ich das stundenlang versucht, hatte dann auch schon mal um die 20 Hits oder sowas zugefügt und er ist einfach absolut nicht kaputt gegangen. Und es gab auch absolut keine Möglichkeit, den zu besiegen, Leute. Ja. Auch wenn er sich auf den Bauch dreht oder sonst was. Ja, man konnte dann einfach nicht irgendwie besiegen. Das war das Problem. Und deshalb, da der Boss einfach nicht funktioniert hat, ich habe es wirklich stundenlang versucht. Und der Boss hat da die ganze Zeit einfach nicht funktioniert. Deshalb habe ich jetzt die ROM editiert und den Boss einfach rausgenommen, da ein normales Ziel hingeklatscht, weil, ja. Leute, wenn das Spiel nicht funktioniert, dann kann man halt nicht weiterspielen. Das ist halt das Problem, Leute. Es war jetzt auch wirklich das erste Mal, dass ich irgendwie eine ROM editieren musste, weil die sonst irgendwie nicht funktioniert hat. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Leute, weil das mache ich nur höchst ungern. Weil aber, nachdem ich stundenlang den Boss probiert habe und dann, ja, und dann geht er halt nicht. Das, na gut, dann mache ich das aber auch nicht mehr mit. Weil, dann bin ich mir ziemlich sicher, der funktioniert nicht, der muss raus. Irgendwie. Also, Hackersteller, teste mal deine Hacks besser. Okay, aber die Viecher sehen interessant aus. Um mal wieder zu einem positiven Zeug zu kommen. Weiß nicht, generell hat die Säge auch viele Bugs, wurde gesagt, und deshalb wurde er nicht angenommen. Ja, also ich habe diesen Boss ja wegen Bugs absolut nicht besiegen können. Ja. Und ich wiederhole mich immer wieder, aber ich möchte euch das einlösen. Ich möchte euch weismachen, dass es nicht daran liegt, dass mir der Boss so schwer war und dass ich deshalb gesagt habe, ich nehme den jetzt einfach mal raus, sondern der hat wirklich nicht funktioniert technisch. Das war das Problem und das möchte ich euch einbläuen. Kapiert? Deshalb wiederhole ich diesen ganzen Schund immer. Nee. Aber ich fand es schon irgendwie doof, dass das so sein musste. Egal. Das Thema haken wir mal jetzt ab. Leute, und diese ROM, die ich euch auf diesem SME Center Removal Thread zur Verfügung gestellt habe, die hat den verbackten Boss immer noch. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit zu besiegen. Nur ich konnte den nicht finden. Okay, aber jetzt hören wir mit dem Thema endgültig mal auf. So. Okay, die Musik scheint ja auch ein bisschen verbackt zu sein. Wenn hier der Blitz kommt, dann sieht man hier, dass der Mond getötet wird. Okay. Hier haben wir einen Airship. Hier erwartet man ja gewöhnlicherweise die übliche SME3 Airship-Musik. Die wird hier aber nicht geliefert, sondern stattdessen Zelda-Mucke. Wieder von diesem komischen Death Mountain oder wie der heißt, ich weiß es nicht. Auch von Zelda A Link to the Past. Obwohl diese Torpedo-Tets an Land, das ist auch mal eine nette Idee. Ja, das Level ist eigentlich relativ langweilig. Weil es ist irgendwie leer. Also eigentlich ist der Hack schon ganz gut, aber es gibt halt zu viele Bugs. Und ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, um hier mal ein bisschen fliegen zu lernen, weil ich beherrsche diese Technik von Some Guy irgendwas noch, der das gerne in seinem Self-Sess-Litz Wallthrugs oder wie das heißt, nutzt. Beherrsche ich immer noch nicht. Also dass man einen Flug einmal rumwirbelt und dann die Richtung ändert, das kann ich nicht. Das heißt, das möchte ich nochmal versuchen irgendwie zu üben bei Gelegenheit. Und das eignet sich hier irgendwie ganz gut dafür. Also. Nee, irgendwie, wenn ich schüttel, dann verliert Mario immer seine Fähigkeit zu fliegen. So, aber dieser Boss muss doch machbar sein. Wenn er jetzt auch so verpackt ist, dann raste ich aus. Nö, der Boss scheint zu funktionieren. Ich dachte gerade schon, das Spiel wäre irgendwie gefreezed. Das wäre so kacke. Wenn absolut gar nichts mehr funktioniert. Ach, Mann. Thank you.
zack. Und zock die Flock. Nochmal. Okay, und das Level hat einen Secret Exit, merke ich gerade. Ich glaube, ich werde das Level erstmal wie immer überfliegen, um zu gucken, ob in der Luft irgendwas ist. Und dann... ja. Kann man den anderen Raum auch erforschen. Okay, das heißt, jetzt müssen wir uns genauer umsehen. Und bei Bedarf wieder in diese blöden Schluchten springen. Na, großartig. Hier unten. Ist nix, okay. Sah irgendwie so verdächtig aus, wisst ihr? Aha, erster Hinweis. P-Switch. Warte, vielleicht... och man, oh. Wollte da eigentlich runterfliegen. Vielleicht geht das ja. Ja, das geht tatsächlich. Mit ein bisschen Geschick geht das in der Tat. Und das ist sogar die richtige Lösung. Ich bin gut. Okay, beim nächsten Part machen wir dann hier weiter. Bis dann. Tschüss.